Willkommen zur Vorlesung Urheberrecht. Dies ist das 8. von 9 Videos. Heute befassen wir uns mit den Rechtsbehelfen, die dem Urheber oder Rechteinhaber im Falle der Verletzung seiner Rechte zur Verfügung stehen. Die Möglichkeiten und Wege der Rechtsdurchsetzung sind ein Faktor, den man beim urheberrechtlichen Interessenausgleich berücksichtigen muss. So sind etwa technische Schutzmaßnahmen, die der Urheber oder Rechtsinhaber einsetzt, um Nutzungshandlungen zu kontrollieren oder zu verhindern, rechtlich verstärkt. Ihre Umgehung oder die Herstellung von Vorrichtungen, die die Umgehung ermöglicht, ist untersagt und stellt eine eigenständige, unerlaubte Handlung nach § 823 BGB dar. Darüber hinaus enthält das Urheberrechtsgesetz in den § 106 fortfolgende auch strafrechtliche Tatbestände, die Urheberrechtsverletzungen ahnden. Sie werden nur auf Antrag des Rechteinhabers verfolgt, es sei denn, es besteht ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Dennoch verstärken auch diese Straftatbestände natürlich den urheberrechtlichen Schutz. Im Folgenden werden wir uns nur den zivilrechtlichen Rechtsbehelfen bei Urheberrechtsverletzungen widmen. Sie sind in den § 97 fortfolgende geregelt und teilweise auf die Umsetzung der sogenannten Durchsetzungsrichtlinie zurückzuführen, die unter anderem Mindeststandards setzt und verlangt, dass die Rechtsbehelfe fair und gerecht, wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind. Beginnen wir also mit den Ansprüchen bei Rechtsverletzungen nach § 97. § 97 enthält spezielle Anspruchsgrundlagen bei Urheberrechtsverletzungen. Nach Absatz 1 hat der Verletzte einen Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung, nach Absatz 2 einen Anspruch auf Schadensersatz, soweit die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig geschah. Der Anspruch auf Unterlassung setzt nach Absatz 1 Satz 1 im Grundsatz, ähnlich wie das sachenrechtliche Pendant in § 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB, voraus, dass eine Rechtsverletzung bereits eingetreten ist und eine Wiederholungsgefahr besteht, wobei die Wiederholungsgefahr vermutet wird. Allerdings muss der Rechtsinhaber, wenn sich bereits abzeichnet, dass eine Urheberrechtsverletzung eintreten wird, zum Beispiel jemand in der Werbung ankündigt, ein bestimmtes Produkt anzubieten oder einen Film in die Kinos zu bringen, nicht abwarten, bis die Verletzung eingetreten ist, um sich zu wehren, sondern kann auch versuchen zu verhindern, dass es überhaupt zu einer Rechtsverletzung kommt. Für diesen Fall gewährt ihm das Urheberrechtsgesetz einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch in § 97 Absatz 1 Satz 2, wenn die Rechtsverletzung erstmalig droht, das Recht also gefährdet ist. Auch dies entspricht der Rechtslage bei § 1004 BGB. Eine besondere Rolle bei der urheberrechtlichen Rechtsdurchsetzung spielen Abmahnungen. Eine Abmahnung ist eine Mitteilung an den Verletzer, in der diese auf die konkrete Rechtsverletzung hingewiesen und aufgefordert wird, das entsprechende Verhalten zu unterlassen und dies mit einer strafbewehrten Erklärung zu bestätigen. In der Regel muss einer Klage auf Unterlassung eine solche Abmahnung vorausgehen. Dem Verletzer soll dadurch Gelegenheit gegeben werden, das verletzende Verhalten abzustellen und ihm vor Augen geführt werden, dass andernfalls ein Prozess droht. Zugleich ist die Abmahnung auch im Interesse des Rechtsinhabers. Ohne Abmahnung müsste er die Kosten des Verfahrens tragen, falls der Beklagte vor Gericht den Anspruch sofort anerkennt. Um zu verhindern, dass das an sich sinnvolle Instrument der Abmahnung missbraucht und lediglich um ihrer selbst willen zur Generierung anwaltlicher Gebühren verschickt wird, hat der Gesetzgeber 2013 die erstattungsfähigen Kosten gegenüber Verbrauchern und im Falle der Erstbegehung auf einen Gegenstandswert von 1.000 Euro gedeckelt. Ebenfalls aus § 97 Absatz 1 Satz 1 ergibt sich ein Anspruch auf Beseitigung von eingetretenen und andauernden Verletzungen. Der Rechtsinhaber kann also ein Aktivwerden des Verletzers verlangen, zum Beispiel die Löschung einer unerlaubterweise ins Internet gestellten Musikdatei. Geht es im konkreten Fall um Vervielfältigungsstücke des Werkes, die rechtswidrig hergestellt, verbreitet oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmt waren, geht auch von diesen Vervielfältigungsstücken die Gefahr einer Vertiefung oder Fortführung der Rechtsverletzung aus. Aus diesem Grund finden sich in § 98 Absatz 1 bis 3 spezielle Ausprägungen des Beseitigungsanspruchs. Soweit die rechtswidrigen Exemplare noch im Eigentum oder Besitz des Verletzers stehen, kann von diesem die Vernichtung verlangt werden. Alternativ kann der Rechtsinhaber auch die Herausgabe der Vervielfältigungsstücke verlangen, etwa um sie selbst zu vertreiben. Dann muss er allerdings eine angemessene Vergütung, maximal in Höhe der Herstellungskosten, zahlen. Hat der Verletzer die Exemplare bereits aus der Hand gegeben, etwa an Händler verkauft, hat er natürlich keine Verfügungsgewalt mehr über sie. Er ist dann stattdessen zum Rückruf verpflichtet. Bei all diesen Ansprüchen
ist allerdings der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Es müssen also das Vernichtungsinteresse des Verletzten und das Erhaltungsinteresse des Verletzers gegeneinander abgewogen werden. Dabei spielt natürlich der durch die Verletzung beim Rechtsinhaber eingetretene wirtschaftliche Nachteil und der im Fall der Vernichtung beim Verletzer entstehende Schaden eine Rolle, aber auch der Grad des Verschuldens und die Schwere des Eingriffs. Stellen Sie sich etwa vor, in einem 300 Seiten starken Kochbuch, das in einer Auflage von 500 Stück produziert wurde, befindet sich auf einer Seite das Foto einer Rinderroulade. Dieses Foto hatte Hobbyfotograf X von seinem Essen angefertigt und auf seiner Homepage hochgeladen. Der Autor des Kochbuchs hatte das Foto im Internet gefunden und versehentlich vergessen, die Rechte hierfür einzuholen. Hier scheint es unangemessen, 500 Kochbücher zu vernichten. Stattdessen könnte dem Interesse des Urhebers bzw. Lichtbildners vielleicht auch auf andere Weise Rechnung getragen werden, etwa indem die betreffende Seite geschwärzt wird. Neben den Ansprüchen auf Unterlassung und Beseitigung steht dem Rechtsinhaber gemäß § 97 Absatz 2 auch ein Anspruch auf Schadensersatz zu, wenn der Verletzer schuldhaft, also vorsätzlich oder fahrlässig handelte. Der für die Fahrlässigkeit geltende Sorgfaltsmaßstab ist dabei recht streng. Verwerter müssen sich zum Bestand des Rechts und dem Umfang ihrer Berechtigung erkundigen. Sie dürfen sich dabei nicht auf Zusicherungen verlassen und müssen gegebenenfalls Rechtsrat einholen. Das bedeutet, dass fahrlässiges Handeln bereits dann vorliegt, wenn ein Nutzer sich erkennbar im Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt hat und damit rechnen musste, dass die rechtliche Zulässigkeit von der eigenen Einschätzung abweicht und dementsprechend anders beurteilt werden würde. Liegen die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs vor, besteht im Hinblick auf den ersatzfähigen Schaden eine urheberrechtliche oder vielmehr immaterialgüterrechtliche Besonderheit. Der Rechtinhaber kann nach seiner Wahl entweder den konkreten Schaden, den Gewinn des Verletzers oder die übliche Lizenzgebühr geltend machen. Diese sogenannte dreifache Schadensberechnung war zunächst gewohnheitsrechtlich anerkannt und ist mittlerweile aber auch in § 97 Absatz 2 gesetzlich normiert. Sie gilt für das gesamte Immaterialgüterrecht. Die erste Alternative, also die Berechnung des konkreten Schadens, ist dabei noch wenig exotisch. Entsprechend der § 249 fortfolgende BGB ist der Rechtsinhaber so zu stellen, wie er ohne die Rechtsverletzung stünde und kann frustrierte Aufwendung und entgangenen Gewinn geltend machen. Gerade der Nachweis, dass und in welchem Umfang die konkrete Rechtsverletzung kausal zu Umsatzeinbußen oder Gewinnminderungen geführt hat, ist mitunter aber sehr schwer zu führen. Auch die Berechnung anhand des Verletzergewinns ist recht umständlich. Hiernach kann der Rechtsinhaber den Gewinn des Verletzers herausverlangen, der kausal auf der Urheberrechtsverletzung beruht. Unerheblich ist, ob der Rechtsinhaber selbst einen Gewinn in dieser Höhe erzielt hätte. Vom Gewinn abzuziehen sind die Selbstkosten des Verletzers, allerdings nur insoweit, als sie dem schutzrechtsverletzenden Gegenstand unmittelbar zugerechnet werden können, es sich also nicht um Fixkosten handelt. Wesentlich simpler ist die Berechnungsmethode anhand der Lizenzanalogie. Das Gericht hat hier nach § 287 ZBO zu schätzen, was der Verletzer hätte zahlen müssen, wenn er ordnungsgemäß eine Erlaubnis für die Nutzung eingeholt hätte. Anhaltspunkte geben dafür etwa branchenübliche Vergütungssätze oder Tarife. Gibt es keine solchen Vertragswerke, wird der Betrag zugrunde gelegt, den vernünftige Parteien bei Kenntnis aller Umstände als Lizenzgebühr vereinbart hätten. Unerheblich ist, ob der Verletzer überhaupt bereit gewesen wäre, für die Nutzung eine Vergütung zu zahlen oder durch die Nutzung einen Gewinn erwirtschaftet hat. Umstritten ist, ob der Schaden über die fiktive Lizenzgebühr hinaus um einen Verletzerzuschlag erhöht werden kann, weil der Verletzer ansonsten lediglich so stehen würde wie ein rechtmäßiger Lizenznehmer. Allerdings ist eine Abschreckungswirkung dem deutschen Zivilrecht, das nur den Ausgleich konkret entstandener Schäden und nicht zugleich die Bestrafung des Schädigers bezweckt, fremd. Eine Ausnahme besteht nach der Rechtsprechung des BGH zugunsten der GEMA, die wir bereits im Video 6 zum Urhebervertragsrecht kennengelernt haben. Weil die Verwertungsgesellschaft einen aufwendigen und kostenintensiven Kontroll- und Überwachungsapparat unterhält, wird ihr pauschal die doppelte Lizenzgebühr bei einer Verletzung der von ihr wahrgenommenen musikalischen Rechte gewährt. Die Übertragung dieser Rechtsprechung auf andere Bereiche wurde bislang abgelehnt. Eine Erhöhung der Lizenzgebühr kann allerdings dann geboten sein, wenn nicht nur Verwertungsrechte, sondern zugleich auch Urheberpersönlichkeitsrechte betroffen sind. Im Übrigen können bei einer Verletzung von Urheberpersönlichkeitsrechten auch immaterielle Schäden ersatzfähig sein.
Paragraph 97 Absatz 2 Satz 4 gewährt einen solchen immateriellen Schadensersatz Urhebern und jenen Inhabern verwandter Schutzrechte, denen ein persönlichkeitsrechtlicher Schutz zusteht, also den Verfassern wissenschaftlicher Ausgaben, Lichtbildnern und ausübenden Künstlern. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein schwerwiegender Eingriff in das Urheberpersönlichkeitsrecht, das nicht in anderer Weise ausgeglichen werden kann. Dies stand etwa bei folgendem Fall in Frage. Die Kreissparkasse der Stadt Peine hatte 1990 als Geschenk an die Peiner Bevölkerung ein Kunstwerk von Piet Trantl aufstellen lassen. Die dreiteilige Stahlblechskulptur durch und durch und durch und durch bestand aus zwei Pyramidenstümpfen und einem Tor und rief in der Bevölkerung gemischte Gefühle vor. Manche sahen in der Skulptur eine gelungene experimentelle Arbeit, andere einen Schrotthaufen. Zu Unmut führten insbesondere die beiden nach oben geöffneten und etwa 1,25 Meter tiefen pyramidenförmigen Stahlkörper, die zunehmend als Müllcontainer, Toilette oder Schlafplatzzweck entfremdet wurden. Zudem dienten sie als nicht ganz ungefährliche Spielobjekte für Kinder. Die Stadt entschloss sich daher 1991, gestützt auf das niedersächsische SOG, die beiden Pyramidenstümpfe mit Sand zu verfüllen und mit Beton abzudichten. Der Künstler klagte gegen die Verfüllung wegen einer Entstellung seines Werkes und forderte unter anderem auch immateriellen Schadensersatz. Das OEG Celle sah in den Handlungen der Stadt Peine ebenfalls eine Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts des Klägers und entschied zu dessen Gunsten, dass die Verfüllung rückgängig zu machen sei. Einen Anspruch auf immateriellen Schadensersatz sprach es ihm aber nicht zu. Die Veränderung des Kunstwerks sei nur kurzfristig und reversibel. Zudem sei der Eingriff nicht geeignet gewesen, das Ansehen des Künstlers herabzusetzen, denn jedermann sei bekannt, dass eine Kommunalverwaltung von dem Wohlwollen und den Wählerstimmen nicht nur der künstlerisch Interessierten, sondern aller Bevölkerungskreise abhängig sei. Das von Nützlichkeitsdenken bestimmte Vorgehen der Beklagten gegen ein vermeintlich störendes Kunstwerk bringe keine dem Werk oder dem Urheber feindliche Gesinnung zum Ausdruck, sondern schlimmstenfalls Rücksichtnahme auf die vermutete Auffassung der Bevölkerungsmehrheit und mangelndes Verständnis für das Werk selbst. Neben den bislang genannten Rechtsbehelfen tritt ergänzend ein Anspruch auf Auskunft. Denn für den Rechteinhaber ist es häufig schwierig herauszufinden, in welchem Ausmaß sein Werk durch den Verletzer genutzt wurde. Der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung besteht dabei bereits nach allgemeinen Grundsätzen und Treue und Glauben aus § 242 BGB. Er gilt in Bezug auf Informationen, die der Rechteinhaber sich nur schwer beschaffen, der Verpflichtete aber einfach erteilen kann. Daneben hält § 101 Urheberrechtsgesetz noch einen selbstständigen Auskunftsanspruch gegenüber Personen, die in gewerblichem Ausmaß das Urheberrecht verletzen, bereit und verpflichtet diese, die Quellen und Vertriebswege der Rechtsverletzung aufzudecken. Die spezialgesetzlichen Ansprüche des Urheberrechtsgesetzes lassen Ansprüche aus anderen Vorschriften ausweislich § 102a zwar grundsätzlich unberührt. Da es sich aber eben um speziellere Regelungen handelt, gelten andere zivilrechtliche Regelungen nur subsidiär. Bei Urheberrechtsverletzungen kommen also grundsätzlich zwar auch deliktsrechtliche Ansprüche aus 823 Absatz 1 BGB und 823 Absatz 2 in Verbindung mit 106 fortfolgendem Urheberrechtsgesetz, da insoweit aber keine Schutzunterschiede zu den urheberrechtlichen Anspruchsgrundlagen bestehen, treten diese Ansprüche zurück. Eine eigenständige Bedeutung hat dagegen die Eingriffskonjunktion nach § 812 Absatz 1 Satz 1 zweite Alternative BGB. Der Verletzer greift in den Schutzbereich des Urheberrechts ein und erlangt dessen Nutzungsmöglichkeit. Für die Gebrauchsvorteile muss er Wertersatz nach § 818 Absatz 2 BGB leisten. Dieses bestimmt sich nach der Höhe einer angemessenen Lizenz. Auf diese Weise lässt sich also auch ohne Verschulden eine Lizenzanalogie konstruieren. Kommen wir nun noch zu der Frage, wem diese Ansprüche eigentlich zustehen und gegen wen sie sich richten. Wer also aktiv bzw. passiv legitimiert ist. Ersteres bereitet in der Regel noch keine großen Schwierigkeiten. Die Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung stehen demjenigen zu, der in seinem Urheberrecht oder Verwandtenschutzrecht verletzt ist, also dem Rechtsinhaber. Das ist zunächst der Urheber bzw. der Inhaber des Leistungsschutzrechts. Hat der originäre Rechtsinhaber jemandem ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt, ist auch dieser als Inhaber des Nutzungsrechts aktiv legitimiert, soweit das ausschließliche Nutzungsrecht in seinem Umfang betroffen ist.
Daneben stehen auch dem Urheber selbst weiterhin Ansprüche zu, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Geltendmachung hat. Inhaber eines einfachen Nutzungsrechts hingegen können nicht aus eigenem Recht klagen. Möglich ist aber eine gewillkürte Prozessstandschaft. Komplizierter wird es regelmäßig auf der anderen Seite, also bei der Passivlegitimation. Die urheberrechtlichen Vorschriften bezeichnen als Anspruchsgegner den Verletzer. Das ist zunächst jeder, der die Verletzung als Täter selbst begeht oder als Anstifter oder Gehilfe daran beteiligt ist. Bei einer gemeinschaftlich begangenen Rechtsverletzung haften die Beteiligten als Mittäter nach 830 Absatz 1 Satz 1 BGB. Unter die täterschaftliche Haftung fällt auch derjenige, der sich fremde Inhalte zu eigen macht, also den Eindruck erweckt, für die Inhalte die Verantwortung zu übernehmen oder sich mit ihnen zu identifizieren. Daneben hängt die Reichweite der Täterhaftung von der Auslegung des jeweilig betroffenen Verwertungsrechts ab. Sie erinnern sich etwa an Video 4 und das Recht der öffentlichen Wiedergabe. Da der EuGH das Merkmal der Wiedergabehandlung sehr weit auslegt, können auch Personen, die auf fremde Inhalte verlinken, unter Umständen Täter einer Verletzung des Rechts der öffentlichen Wiedergabe sein. Nach deutscher Dogmatik werden solche Handlungen eher nach den Grundsätzen der Störerhaftung zu bestimmen. Auch sie spielt weiterhin eine große Rolle im Urheberrecht, insbesondere wenn es um die Verantwortlichkeit von Intermediären geht, die ein fremdes Recht quasi nicht eigenhändig verletzen, sondern eine Verletzungshandlung nur ermöglichen. Haben Sie, wie üblich, zudem keine Kenntnis von den konkreten Rechtsverletzungen, scheidet auch eine Haftung als Teilnehmer aus. Ihre Verantwortlichkeit beurteilt sich daher nach 1004 BGB und der hierzu entwickelten Dogmatik. Störer ist danach, wer, ohne Täter oder Teilnehmer zu sein, in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des geschützten Rechts beiträgt. Die Haftung des Störers ist, im Unterschied zu jener von Tätern und Teilnehmern, auf Unterlassung begrenzt. Störer haften also nicht auf Schadensersatz. Zudem muss verhindert werden, dass Dritte beliebig für Verletzungen von anderen haften. Zu diesem Zweck gibt es ein weiteres inhaltlich begrenzendes Element. Die Haftung als Störer setzt die Verletzung von zumutbaren Prüfungs- und Überwachungspflichten voraus. Welche Pflichten genau bestehen, muss im Einzelfall ermittelt werden. In der Regel wird eine Prüfpflicht dadurch ausgelöst, dass der Intermediär Kenntnis von der Rechtsverletzung erlangt. Typischerweise durch einen Hinweis des Rechtsinhabers. Der Intermediär muss dann die konkrete Rechtsverletzung einstellen und verhindern, dass es zu gleichen Rechtsverletzungen durch dieselbe Person kommt. Strengere Prüfpflichten können etwa Geschäftsmodelle treffen, die besonders verletzungsgeneigt sind. Die Haftung entfällt, soweit der Störer alles Zumutbare getan hat. Zu einer gewissen Haftungsverschärfung wird hier die DSM-Richtlinie führen, die für Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten, wie etwa YouTube oder Facebook, nun eine täterschaftliche Handlung vorschreibt. In diesem Kontext werden auch die kontrovers diskutierten Upload-Filter relevant. Artikel 17 Absatz 4 DSM-Richtlinie definiert die Bedingungen, unter denen der Diensteanbieter der täterschaftlichen Haftung wieder entkommen kann. Hiernach ist unter anderem erforderlich, dass der Diensteanbieter alle Anstrengungen unternimmt, um sicherzustellen, dass bestimmte, von den Rechtsinhabern benannte Werke gar nicht erst verfügbar sind. Bei Plattformen ab einer kritischen Größe ist das nur durch automatische Filtertechnik zu gewährleisten. Problematisch ist hierbei, dass diese automatisierten Systeme bislang und wohl auch nicht in absehbarer Zeit in der Lage sind, den semantischen Inhalt und den Zusammenhang einer bestimmten Nutzung zu verstehen. Gerade Zweck und Kontext der Nutzung sind aber für das Eingreifen der urheberrechtlichen Schranken, etwa bei einem Zitat oder einer Parodie, entscheidend. Dementsprechend besteht die Gefahr eines Overblocking, sprich, dass auch urheberrechtlich erlaubte Nutzungen verhindert werden. Das war das 8. Video der Vorlesung Urheberrecht. Im nächsten und letzten Video werden wir uns mit der internationalen Dimension des Urheberrechts beschäftigen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.